Im Jahre 2015 in einem Sumpf im Norden von Weißrussland fand man Bruchteile des Panzers. Es waren die Teile des schweren Panzers KW-1. Im Herbst wurden die Teile geborgen. Jetzt sollten sie die legendäre Maschine wiederherstellen. Jeder Fund eines KW-1 grenzt an eine Sensation. Als wir über den Projekt zur Restaurierung des KW-1 erfuhren, haben wir das Projekt unterstützt. An sich ist ein KW-1 ein seltener Panzer. Es gibt in Weißrussland überhaupt keine. Zur heutigen Zeit gibt es auf der Welt um die 12 KW-1-Panzer. Dieser Panzer entpuppte sich als einzigartig. Als der Turm vom Dreck befreit wurde, wartete eine Überraschung auf die Restaurateure. Dieser KW-1 verfügte über die Kanone L11. Diese war sehr selten, da damit nur 141 KW-Panzer ausgestattet wurden. Die Seriennummer der Maschine war noch lesbar. Das war ein großes Glück. Dadurch konnte man die gesamte Geschichte dieses KW-1 erfahren. Dieser Panzer wurde Ende 1940 gebaut. Am 17. Dezember 1940 wurde er zusammen mit anderen 6 KW-Panzern nach Saratow in die 7. Technik- und Panzerschule geschickt. Danach begann im Juni 1941 der Krieg. Die Front brauchte jeden Panzer. So wurden diese 7 KW-Panzer am 8. Juli 1941 in die 13. Panzerdivision des 5. Mechanisierten Korps geschickt. Sie nahmen teil am Gegenangriff bei Lapetsk. Davon zeugen auch die Trefferspuren an der Turmpanzerung. Am 10. und 11. Juli 1941 versuchte die 13. Panzerdivision aus dem Kessel auszubrechen. Der gefundene Panzer wurde aus dem Boden gehoben, etwas nördlich der Durchbruchsrichtung. Möglicherweise ist er durch Feindflugzeuge in den Sumpf getrieben worden. Oder sie haben sich verfahren. Der Panzer versank im Sumpf. Die Besatzung versuchte ihn zu retten. Unter die Ketten wurden Baumstämme gelegt. Als die Rettung missglückte, wurde der durch die Besatzung gesprengt. Munitionslager detonierte. Dadurch platzten die Schweißnähte auf. Das ist gut zu sehen. Ganz blieb nur der Turm und ein Teil des Fahrwerks. Die Wanne wurde nicht geborgen. Als Basis wurde die selbstverlaufende ISU 152 genommen. Die Restaurateure mussten viele Aufgaben lösen, um den Panzer zum Fahren zu bringen. KW und die ISU unterscheiden sich voneinander. Das Fahrwerk ist etwas anders und die Breite auch. Wir mussten den oberen Teil der ISU komplett abschneiden, den Kampfraum und den Motorraum. Nur die untere Wanne blieb. Doch die Front war mit dem gleichen Winkel ausgeführt wie beim KW. 70 Grad die Bugplatte und 30 Grad die Fahrerfrontplatte. Aber die obere Platte konnten wir nicht anbringen. Wir mussten die Front abschneiden. Sie ist 9 cm dick. Stellt euch vor, das mit der Flex aufzuschneiden. Flexscheibe hat 230 mm Durchmesser. Es ist also nicht ganz ungefährlich. Es sind viele Einzelteile. Der Turm war im guten Zustand. Die Luke wurde uns aus Russland übergeben. Es ist eine originelle KW-Luke. Die Frontluke war der von der ISU 152 ähnlich. Wir haben auch die genutzt. Wenn uns die Ersatzteile fehlen, dann hilft Internet oder Bücher mit Fotos und Zeichnungen. Wir berechnen, messen aus und finden notwendiges Material.
Alles, was wir hier auf der Stalinlinie haben, sogar von anderen Einheiten, kann passen, wenn man gut hinschaut. Hängt davon ab, wie gut dein Vorstellungsvermögen ist und wie fit du mit deinen Händen bist. Mit etwas Fantasie kannst du alles machen. Das Heck der Selbstfallerfete ISO 152 unterscheidet sich vom Heck des KW. Hier war eine gerade angewinkelte Platte. Wir hatten das so gemacht, wie das beim KW war. Wir hatten keine Möglichkeiten, eine Platte im Durchmesser 70 cm zu verbiegen. Daher haben wir ein Gasrohr gefunden, aufgeschnitten und angeschweißt. Die Restaurateure haben das Fahrwerk komplett überarbeitet, damit es aussieht wie das vom KW1, haben die Wanne der ISO an den im Sumpf gefundenen Turm angepasst, haben viele Elemente der Panzerung selbst gefertigt, haben einen neuen Motor verbaut. Mehr als ein halbes Jahr hat man gebraucht, um die Maschine wiederherzustellen. Nicht nur äußerlich, sondern auch fahrbereit zu machen. Der KW-Panzer ist eine Ikone des sowjetischen Panzerbau. Die Wiederherstellung dieser Maschine passt gut zum 75-jährigen Jubiläum der Heldentat von Sinowij Kolobanow. Am 19. August 1941, nähe der Station Wojskowice im Gratschinski-Bezirk der Leningrader Region, wurden durch 5 KW-Panzer unter dem Kommando von Oberleutnant Sinowij Kolobanow 42 Panzer von Hitlers Armee abgeschossen. Davon 22 Panzer nur durch den Panzer von Kolobanow selbst. Der Kolobanow hatte einen der besten Panzer für das Jahr 1941, den KW-1. Der hatte bei einer annehmbaren Beweglichkeit eine starke Panzerung und Kanone. Das erlaubte ihm, sich auf dem Schlachtfeld sicher zu fühlen, den Beschuss der deutschen Panzer standzuhalten und durchzuhalten. Der Panzer hatte eine eigene gute Feuerkraft. Das Ergebnis waren diese 22 abgeschossene Panzer. Der Panzer KW und die Heldentat von Sinowij Kolobanow spiegeln sich auch wieder in dem Spiel World of Tanks wieder. KW ist einer der populärsten Panzer im Spiel auf der ganzen Welt. Die Kolobanow-Medaille im World of Tanks ist eine der epischsten Medaillen. Diese Medaille ist sehr schwer zu verdienen. Sie wird verliehen, wenn ein Spieler alleine gegen 5 oder mehr Gegner verbleibt und gewinnt. So wird die Situation modelliert, die Kolobanow im Krieg hatte. Insgesamt wurden etwas mehr als 400 KW-Panzer gebaut. All diese Maschinen haben einen enormen Beitrag zum Sieg gebracht. Der KW-Panzer war zu Beginn des Krieges ein starker Gegner für die Deutschen. Seine Panzerung konnten keine Panzerkanonen und keine Pack der Deutschen durchschlagen, mit der Ausnahme von großen Kalibern wie der 8,8 cm Kanone, einer Flugabwehrkanone. Dann kam aber der deutsche Panzer Tiger auf das Schlachtfeld und der KW veralterte sofort, da mit diesem Panzer weder im Panzerschutz noch in Feuerkraft konkurrieren konnte. Nichtsdestotrotz nahmen die KW an den Schlachten bis zum Kriegsende teil. Das letzte Beispiel der großen Verwendung von KW-1 wurde 1944 der Durchbruch der Mannerheimlinie in Karelien, wo die letzten KW ihren Kampftaufe durchliefen. Das wurde der letzte große bedeutende Kampfeinsatz der Panzer KW. Ich möchte allen danken, die teilnahmen an diesem Projekt, den Jungs aus dem Ministerium für Ausnahmezustände von Weißrussland, auch der Weißrussischen Eisenbahn. Sie haben uns diese Panzerwanne übergeben, die wir nutzen.
Danke an die Ural-Metallurgie-Unternehmen, die lieferten uns Metall. Danke Masman, sie unterstützten uns mit Anfertigung komplexer Teile und Profile. Danke an das Team von Wargaming für ihre aktive Unterstützung zur Erhaltung der Geschichte. Im Weiteren wird dieser KW an der Rekonstruktion historischer Ereignisse an der Stalinlinie teilnehmen. Jeder wird ihn beim Feiern des Tages des Panzersoldaten sehen können, das von Wargaming organisiert wird.